Für viele ist er eine modische Entgleisung der 80er Jahre. Für die Menschen in der australischen Kleinstadt Kerikeri ist der Fukuhila-Haarschnitt ein Statussymbol. Grund genug, ihm zu Ehren einen Wettbewerb ins Leben zu rufen. Ich habe meinen seit 1972, das heißt, die meisten der Jungs hier waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal geboren. Der unter 150 Teilnehmern auserkorene Gewinner ist Shane Hanrahan. Er lässt seine Haarpracht seit 1986 wachsen. Wir in Curry glauben daran, dass wir den Fukuhila erfunden haben. Wir tragen ihn am längsten und dachten, wir würden unseren Einwohnern die Chance geben, ihre Frisur zu präsentieren und zu sehen, ob sie ihn nicht nur am längsten haben, sondern ob sie auch noch mit den aktuellen Fukuhila-Trends mithalten können. Das Fukuhila Festival bietet eine großartige Plattform für vorne kurz, hinten lang Fans, ihre Frisur ausgiebig zu feiern.